Lalala. Was? Bitte? Hallo, liebe Deutschlernende. Heute sprechen wir über ein kurzes Wort, das häufig benutzt wird und erstaunlich viele Bedeutungen hat. Bitte. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, fühlt sich einfach richtig toll an hier. Vielleicht hast du dieses Bild schon einmal gesehen. Auf der linken Seite stehen englische Wörter und englische Phrasen und auf der rechten Seite steht die Übersetzung auf Deutsch. Und die Übersetzung ist jedes Mal bitte. In diesem Video werde ich dir alle Bedeutungen erklären. Die erste Bedeutung. Auf Englisch. Pardon? Wie bitte? Bitte? Wenn ich nicht gehört habe, was jemand anderes gesagt hat, dann kann ich sagen, bitte? Was hast du gesagt? Wie bitte? Bitte? Bitte ist in diesem Fall die Kurzform von wie bitte. Man sagt es, wenn man möchte, dass der andere etwas wiederholt. Lalalala. Was? Bitte? Ich kann das Wort bitte auch benutzen, wenn ich entrüstet bin. Ich will damit zu verstehen geben, dass der andere wohl bestimmt nicht das gesagt hat, was ich denke. Wie bitte? Das meinst du doch bestimmt nicht. Bitte? Ich habe mich wohl verhört. Das ist doch bestimmt nicht das, was du mir sagen möchtest. So kann ich das Wort bitte auch aus Entrüstung sagen. Die zweite Bedeutung auf Englisch, please. Man sagt bitte, wenn man höflich um etwas bittet. Kannst du mir bitte Deutsch beibringen? Kannst du mir bitte das Wort bitte erklären? Die dritte Bedeutung ist eine Aufforderung zum Eintreten. Jemand klopft an meine Tür, klopf, 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 und dann kann ich sagen, bitte, und dann kann die Person hereinkommen. Ich kann meine Mitmenschen auch zu vielen anderen Dingen auffordern. Dazu mache ich dann entsprechende Gesten. Ich zeige zum Beispiel auf einen Stuhl und sage, bitte. Oder ich halte jemandem etwas hin und sage, bitte. Diese Bedeutung könnte man mit go ahead oder here you go übersetzen. Die vierte Bedeutung auf Englisch, you're welcome. Man sagt also auch, bitte, wenn man auf einen Dank antwortet. Ich gebe zum Beispiel jemandem Blumen und derjenige sagt zu mir, danke für die Blumen. Und dann antworte ich, bitte, gern geschehen. Mit entsprechender Körpersprache kann dieses Bitte auch not at all heißen. Wenn ich denke, dass das, was ich getan habe, selbstverständlich war, dann kann ich sagen, bitte, keine Ursache, bitte, nicht der Rede wert, bitte, nicht zu danken. Es gibt sogar noch eine fünfte Bedeutung. In der Umgangssprache kann ich bitte sagen, um noch einmal zu betonen, dass etwas offensichtlich war oder vorhersagbar, ja, dass ich etwas schon geahnt habe, dass ich schon im Voraus gewusst habe, dass etwas passieren wird oder dass etwas offensichtlich ist. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist doch bitte nicht dein Ernst. Ja. Ich bitte dich. Damit gebe ich auch zum Ausdruck, dass ich frustriert mit einer Sache bin. Ja, ich bitte dich. Das ist doch
bitte nicht dein Ernst. Das war's. Ich hoffe, du hast wieder etwas gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.